Diese Aussicht ist unglaublich. Mir fehlen die Worte. Die Stadt ist wirklich in einem Stück versunken. Die Gebäude stehen noch alle. Zum größten Teil. Dort oben fliegen die Vivern wie ein Schwarm Vögel. Bei all dem Nebel ist es kein Wunder, dass man über den Krater nicht nach Nisa gelangt. Und irgendwo dort unten lebt Asnadiel. Ich freue mich so, ihn zu sehen. Sind diese wahren Könige wirklich so interessant? Was sagst du, der Kleiner? Natürlich sehen sie das. Sie sind die stärksten und mächtigen Kreaturen in ganz Eldoria. Sie können ganze Städte innerhalb weniger Sekunden zerstören. Und sie stecken voller Geheimnisse. In Vati gibt es einen Berg, der für seine Zwillingswindhöhlen berühmt war. Starke Winde strömten ein und aus. Kein Entdecker kam lebend aus der Höhe, nachdem er sie betreten hatte. Oder Höhle. Na egal, aus der Höhe. Entweder sog der Wind sie tiefer in die Höhlen, oder er schleuderte sie aus dem Berg. Erst 100 Jahre später fand den Geologen heraus, dass der Berg überhaupt kein Berg war. Nachdem er von der gesamten Flora befreit wurde, konnte man aus der Ferne seine wahre Gestalt erkennen. Also so eine Grinsefratze. Der Berg war in Wirklichkeit ein wahrer König. Der Affe Mediodes Albo, der erste wahre König, auch der meditierende Mönch genannt. Die Höhlen waren nichts weiter als seine Nasenlöcher. Oh, und Pupeln? Ach, ich will es gar nicht wissen. Er hatte tausende von Jahren meditiert und wurde eins mit der Natur. Faszinierend, nicht wahr? Ja, das ist nicht wahr. Der zweite wahre König ist ein Wildschwein, das sich beinahe geradlinig durch die Welt bewegt und dabei einen Riesengraben in der Erde hinterlässt. Was für ein fettes Wildschwein. Obelix! Oh, hat jemand was von Wildschweinen gezählt? Asterix! Obelix, hier ist keine Zeit für Naschereien. Aber ich möchte Wildschweine! Schnauze! Oh! So ist es halt. So. Nichts kann ihn aufhalten. Auch ein Berg ist kein Hindernis. Er bohrt sich einfach durch alles hindurch. Sieht man. Die Menschen benutzen seine Wege als Tunnel. Ganze Dörfer müssen weichen, wenn sich das Wildschwein nähert. Seine Gräben sind sogar aus den Höhen des Himmels sichtbar. Du hast Wildschwein Grandula. Der zweite wahre König, auch der Unerschütterliche genannt. Grandula. Das sieht doch nicht so aus wie ein König. Selbst der Affe ist ja noch eher königlicher, aber egal. Weiter im Text. Asnadiel ist der dritte König. Da er sich hier versteckt, wissen wir nicht viel über ihn. Nicht doch, Asnadiel. Der dritte wahre König, auch der unsterbliche Träumer genannt. Noch weniger wissen wir über den vierten König. Doch jedes Jahrhundert findet ein unglaubliches Ereignis statt. Eine Stimme hallt durch ganz Eldoria und spricht mehrere Minuten lang in einer unbekannten Sprache, nämlich Deutsch. Die Stimme klingt wie ein Papagei, der ein paar Worte nachplappert. Aufgrund dieser immensen Fähigkeit wird die Stimme als wahrer König bezeichnet. Wie sie aussieht und woher sie kommt, weiß niemand. Also nennen wir ihn einfach Papagei oder so. Wie ein Kanarienvogel. Der Papagei Ruhan, der vierte wahre König, auch die göttliche Stimme genannt. Die Grinsefratze, der Mond. Den nächsten wahren König muss ich nicht vorstellen. Wenn der Mond nicht mal sauer ist und auf die Erde stürzt. Bumm. So wie in Zelda. Diese eine Maskengeschichte da, was nach Ocarina of Time ankam, dieses eine, da habe ich gerade vergessen, wie der Titel ist, aber ihr wisst sicherlich, welchen Titel ich meine. Wir alle sehen ihn, wenn wir nachts zum Himmel blicken. Sein Hinterkopf strahlt über das ganze Land. Das ist der Hinterkopf, ich dachte, das ist das Gesicht, der Vorderkopf. Unser zweiter Mond. Die Eule Lunar Orbitnas, der fünfte war natürlich auch das wachende Auge genannt. Orbitnas. Eine kleine Bemerkung am Rande. Luftschiffe können nur bis zu einer bestimmten Höhe fliegen. Aber nicht, weil sie technisch gesehen nicht höher aufsteigen können, sondern weil sie sonst in Lunas Territorium eindringen würden. Mit Eindringen macht er kurzen Prozess. Immerhin
sehr kurzen Prozess. Oder gar keinen. Niemand hat jemals den eigentlichen Körper des nächsten wahren Königs gesehen. Doch seine Taten beeinflussen uns alle. Mit seinem Atem erzeugt er Ebenflut. Wenn er seine Tentakel benutzt, entstehen riesige Wellen. Der Krake Villard, der sechste wahre König, auch der Abgrund genannt. Villard, nur wie Wylord in Pokémon. Der letzte auf der Liste ist etwas Besonderes. Dabei handelt es sich um keine Einheit, sondern um tausende von Individuen. Er ist schnell und unaufhaltsam, er verscheucht ganze Städte innerhalb weniger Stunden. Er verseucht. Wuff, wuff, eine Ratte. Der Rattenschwarm Kalmasinas, der siebte wahre König, die schwarze Pest genannt. Ja, eine Ratte. Quiek, quiek. Oink, oink. Ne, so. So, genug gelabert. Wir sind angekommen. Ja, okay. Dann speichere ich mal. Ja, machen wir mal so. Was ist los? Das ist gar nicht gut. Das Tor ist verschlossen und der Schlüssel scheint ein komplexes mathematisches Rätsel zu sein. Was machen wir jetzt? Gar nichts. Ich muss es lösen. Es wird aber Tage dauern. Ich bin jetzt schon genervt. Brauchst du unsere Hilfe noch? Ja, Quantencomputer. Hilfe? Nein. Ihr geht mir auf den Keks. Ist doch scheißegal. Lasst mich alleine. Hier ist eure Bezahlung. Jetzt verschwindet. Bist du sicher, dass du hierbleiben willst? Hast du irgendwelche... Ich habe es satt, mich wieder zu wiederholen. Raus hier. Ich komme alleine zurecht. Bist du eine Autistin oder was? Etwas sagt mir, dass sie das wirklich kann. Die Tür nach Nisa. Ja, schließlich. Quest abgeschlossen. Okay. Warum ist diese Formel so kompliziert? So, warte mal. Kurzurlaub. Grabstätte nach einer. Geh es dem Kunden zurück. Welcher Kunde? Aha. Ich muss mal gucken. Log. Quests. Wo ist denn das? Ja. Warte mal hier. Ich gucke hier gerade. Ah, jetzt geht das. Vorher ging das gerade kurz nicht. Aber okay. Aber noch hier? Nein, leider nicht. Na, okay. So, bis Mitternacht könnte ich ja noch spielen. Aber ich muss die Klopausen auch noch rausrechnen. So, 5,5 Stunden. So, bis Mitternacht oder bis halb. Eine Stunde, naja, okay, das könnte ich auch noch. Na, der fette Hund. Wo, wo? Ich weiß nicht. Na, ich gucke mir ein bisschen um.
Fion Oase. War den Sport, die Tanz in der Stadt. Und hier, ach, da werden noch ein paar, einige, wahrscheinlich noch einige Gegenden freigeschaltet werden. Fliegende Shambhala. Und hier, na, was ist das schon für eine Gegend? Na, ich gucke mich mal ein bisschen um. Rockbottom, na. Was ist das schon für eine Gegend? Gibt es hier irgendwas? Glaube ich nicht. Na, ah, hier sieht es an, wie sieht das? Ich kann ja mal kurz zurückkehren. Ich mache mir Sorgen, Glenn Quagmire. Hier bin ich mit dem Grand Grimoire in meinen Händen und dennoch weigere ich mich, es zu vernichten. Wir haben vorhin erklärt, dass wir nicht mit Sicherheit wissen, wie es vernichtet werden kann und deshalb sollten wir warten. Doch ich fürchte, das ist nur eine Ausrede. Ich halte unglaublich viel Macht in meinen Händen. Der Stein verführt mich, Glenn, es aufzuessen. Was, wenn das der wahre Grund ist, warum ich ihn behalten möchte? Ich würde mich schämen. Dann tu das. Nicht. Ich habe Kressen einen Wanderzirkus gekauft. Obwohl er ein Wachhund war, behandelten sie ihn ziemlich mies. Nun, eigentlich ging die Geschichte anders. Ich wollte ihn kaufen und der Zirkusbesitzer stimmte zu. Als ich für Kress bezahlen wollte, überwältigten seine Männer meine Soldaten und wollten mich als Geisel nehmen. Aber Kress ließ das nicht zu. Er hat sie in die Knie gezwungen. Seit diesem Vorfall ist Kress mein Freund. Geiler Hund. Was für eine Rasse. Na egal. Okay, keine weiteren potenziellen interessanten Texte. Aber egal. Hast du meine Dienste schon in Anspruch genommen? Nö. In deinem Inventar siehst du Beispiele von Orten, an denen du mehr von einem bestimmten Gegenstand finden kannst. Und? Für 1000 Arkan ich neue Rekruten zusammentrommeln. Mal schauen. Oh je, dieser Kerl wird New Venture nichts verkaufen. Deimsch. Ich würde lieber in einer richtigen Schmiede arbeiten, also brauchen wir ein paar neue Gebäude. Es gibt in Valanis bestimmt genügend Bauarbeiter, die nach Arbeit suchen. Denn Arbeit macht frei. Nee, so. Ah. Nochmal Ausrüstung. Runenschwert. Ups, ja. Fukat. Javelin. Und hier. EP. Steinschlosswaffe. Emerald. Und hier. Schleuder. Belletsbogen. Anke. Pilz. Mit dem Container. Meine Behandlungsrüstung. Metallaketon, warte mal, so. Ritterliche Ehre. Runenschwert, warte mal. Javelin.
Manöver. Bin ich Bogen, Manöver. Wir gehen zwar früher oder später eh pleite, aber egal. So, Steinschusswaffe. So. Hier, im Mittelnetz, bla bla bla, und so weiter und so fort. Pistolen, blauen Blubsperr, na, Mann, mal. So. Dojigiri. Mann, mal. Bidenhänder. Für Joe Biden. Pilz, Mann, mal. So. Na okay. Dann geht's ja immer weiter. Ich bin schon seit geraumer Zeit ein Mitglied der Gruppe um Leonard. Mein Vater und mein Sohn waren auch dabei. Was das Alter der Rassen betrifft, treten bei den Hyoms immer wieder Missverständnisse auf. Ah, ja, 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 ja. Hier. Na, war da nicht dieser eine Musikus? Na egal. Stimmt etwas mit meinen Haaren nicht? Doch, das stimmt alles, mehr oder weniger. Ah, hier ist er. Ich gebe dir heute so viele Leute, der Blanblub. Hier wird es zu lebhaft, ich bin lieber allein. Doch ab und zu habe ich gerne Menschen um mich. Solange ich mich jeder zurückziehen kann, verstehe ich. Ja, für dich verstehe ich das. Und das hier? Na egal, okay. Und hier? Nancy Bouncy? Ja, jetzt liebst du mich aber, na? Wieso? Miau, miau. Wime, wime, auf rückwärts. Ah, der Tripperkönig vom Lazarett. Der Tripperkönig. Okay, hier ist also nicht viel zu sehen. Wo ist der depressive Oktopus? Oktopus, die Oktopussi. Das ist wahrscheinlich woanders. So, dann geh ich mal hier. War da nicht auch ein Ausgang? Nee, hier nicht. Aber irgendwo war da, na, dieser eine Oktopus da. Oktopus, die Oktopussi. Hey, du da. Das ist also deine Basis. Überall so viel Wasser. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr an der Oberfläche. Mindestens was ich. Wie alt ich bin? Mindestens 52. Nochmal. Mindestens 20 Jahre. 52. Du bist aber ein alter Sack. Mit deinem Alter bist du überqualifiziert für jeden Scheiß. Wir warten nochmal, dieser Oktopus. Jede Stunde, die ich spiele, da irgendwas abliefert. Ja, also hier kann es nicht wieder, ne? Oder war er mal da und ist abgehauen? War da nicht der irgendwie? Dieser eine komische Typ da? Mein Gott. Und wo war er doch, ne? Ah. Hier unten kann ich nicht da. Irgendwo war er doch. Hier ist also die Wohnung. Und hier ist der Arbeitsbereich, wenn man so will. Irgendwo unten war er dann. War das nicht? Hier.
Nö. Nö. Ist wohl abgehauen oder so, ne? Na, okay. Aber... Inventar, Logbuch... Bildungstafel... Ah, na, immerhin. Okay, dann machen wir das hier noch. Vier Wörter, wenn es ohne dabei... Okay. Anforderungen. So. Sammlergegenstände, elastischer Flügel. Und das hier. Merkschade geht die Nisa. Betrieb Nisa. Ah, und dann nochmal hier ganz weit rechts. Quests. Ah, der Anfang nicht das Ende, haben wir schon. Wird irgendwas entsperrt, ja. Ja. Hm. Ich fliege dann mal wieder hoch. Wo war nochmal die Grabstätte von Lady Rainer? Ja, wo war die nochmal? Ich gehe nochmal hier. Habe ich ja nicht irgendwas übersehen? Vergessen? Was auch immer. Die Grabstätte ist irgendwo hier auf der Landes. Sie ist die heilige Mutter des Glaubens. Also irgendwo auf der Landes. Irgendwo. Und es gibt nichts Wichtigeres als ihren Ruheplatz zu finden. Die Kirche ist großartig. Ja, ja, bla bla bla. König Friedrich hat zwar die Steine erhöht, doch zum Glück springt die Kirche ein, damit wir uns auf den Wiederaufbau konzentrieren können. Dieser eine Gott ist äußerst großzügig. Glaub ich dir. Na, ich höre mich mal ein bisschen um. Vielleicht kann ich anderen was sagen, aber ich glaube nicht. Ja, bla bla bla. Was habt ihr denn da? Ich würde gerne diesem Wiederaufbau der Stadt helfen, doch Bischof Zachius schickt mich und andere nach Arkant. Wir sollten noch hinweisen auf den Kreis und eine Dame nach Rhein also nach Arkant. Arkant. Arkant Archipel. Arkant Archipel. Also nach Arkant, glaube ich, ne? Okay, erkannt. Hoffentlich habe ich keine großen Dörfer. Die größte wahrscheinlich das Dorf der Führer und dann im Meer. Aber dort geht niemand hin. Sieht man. Ist das nicht ein wunderschöner Ort? Ja, ja, ja. Na, Arkant. Wenn er mich mal nicht verarscht. Ich kann es aber auch gar nicht wissen. Hallo, ich möchte gerne. Welche? Support-Drohnen. So, okay, haben wir das jetzt auch? Durch? Schon.
Ah. Ich lande mal hier. In Arkant hätte ich dich nicht erkannt. Ich gehe jetzt mal hier durch und vielleicht finde ich etwas nicht. Nee. Also ich muss ja wahrscheinlich. Oh, über 5 Stunden läuft er schon. Na, ich weiß nicht. Nee. Und nach hier können wir leider nicht. Hoffe ich immer so aus. Ah, da war ja also auch schon. Oh, okay. Na, dann waren wir da also auch schon. Arkant Archipel waren wir, ne? New Windshow. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen. Aber wo waren denn mal hier? Also ich muss mich wohl ein bisschen schlau machen. Von wegen, wo ist das eigentlich, das Ganze? Also Arkant und die ganze andere Stelle. In Arkant hätte ich euch auch nicht erkannt. Na, ich weiß nicht. Blablabla. Ja. Ah, okay, ich wollte gerade was über. Okay. Irgendwo werden wir noch was finden. König Friedrich? Ah, okay. Ups, ja. Kann mir irgendjemand im Spiel was zu Arkant sagen? Wahrscheinlich nichts. So dieser Lady Renner Grabstätte, wie Fundstätte, Fundort. Die Kirche pumpt ihr Geld, bla bla bla. Ja, ne, bla bla bla. Okay. Ich versuche das erstmal selbst herauszufinden, aber es ist. Aber sieht so aus, als wenn ich dann auf Google irgendwann mal nachgucken müsste. Weil das ja ein bisschen zu lange dauert. Däpfel. Was sind denn eigentlich Däpfel? Ich kenne nur Pferdedäpfel. Nee, so. Ja, achso. War ich da schon mal? Ich Glückspilz, da ist ein Stück Fleisch in meiner Brühe. Das ist eine Fliege. Das heißt nichts. Ach so, gierig seid ihr. Zuerst kochst du das Wasser, dann kommt eine Kartoffel hinein. Danach musst du sie nur noch salzen. Und fertig, Salzkartoffel. Hm, ich habe kein Salz mehr. Nun, die Suppe schmeckt auch ohne, mit dem natürlichen Aroma einer Kartoffel. Sieht man. Merci. Die liebt mich sogar, die Mauzi-Bauzi-Katze. Dies ist kein Hotel und du bist nicht von hier, sieht man. Ich verwalte die Betten für die Einwohner von Wünsche, die ihr Zuhause verloren haben. Dieser Ort wird von der Kirche finanziert. Wo die Kirche überall reinsteckt, drinsteckt. Ich weiß nicht, aber okay. Kann ja mal passieren. Schön symmetrisch gehalten, ne? Genau. So, hier. Hey, du da. Hast du die Plattipus-Truppe in der Stadt rumlaufen gesehen? Ich werde sie für nichts Gutes im Schilde. Könnt ihr ihm euch auch so sagen? Ah, 223 Ark. Einmal in der Woche hält die Kirche einen Gottesdienst ab. Am Sonntag. Nee, so. Ich freue mich immer darauf. Jeder darf einen Schluck Alkohol trinken. Nennt sich Wein. Schwein. Ja, habe ich recht, ne, Katze? Du Kätzchen. Schmusekätzchen.
Jemand hat mir gesagt, dass Rauchen schlecht für die Gesundheit ist. Stimmt ja auch. Und ich presse mit ihren Weihglocken und all dem Rauch, den sie einatmen, sie glaube ich das nicht. Gewiss würde Gott ihnen keine so schädlichen Aufgaben zuteilen. Oder er immunisiert sie einfach. Gegen Lungenkrebs und so eine Scheiße. Die ganze Medizinpisse. Na. Ah. Little Brustpanzer. Brustpanzer. Lustpanzer. Na egal, okay. Machen wir mal weiter. Hier waren wir schon. Und hier.